Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück auf Octria. Diesmal hab ich Emmy dabei. Hey. Oh. Die mir erstmal gleich einknallt. Dankeschön. Hey. Sehr nett von dir. Wir ja? können uns hier übrigens gegenseitig schlagen. Danke. So, okay. Es hat sich wieder einiges getan. Wie ihr seht, hängen hier zwei riesen Geschenke über unserem See. Die machen wir gleich auf, beziehungsweise wir machen nur das eine auf, das andere gehört Malkondo. Das wird er dann in den nächsten paar Aufnahmen mal machen, wenn er wieder dabei ist. Und da steht noch was Neues. Da steht noch was Neues, guck mal. Ich will auch. Mulenia, Malkondo, ach, das ist so cool. Ich will auch. Danke, 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 das ist total cool. Das sieht richtig schön aus. Und auch abgeschirmt, das ist gut, da geht nichts kaputt. Das wie kriegt man das hin? Das sehen total klasse aus, ne? Ja. Ja, das finde ich auch. Okay, süß. Dann... die Babys von euch. Ja, habe ich nachgeguckt. Ich habe tatsächlich Leinen, zwei Stück. Ihr habt mir das ja in die Kommentare geschrieben. Ja, wenn ich sowas übersehe, dann... ja, nur weil wir so viel Zeug haben. Hallo. Ihr gebt mir wirklich ganz, ganz viel Zeug und da habe ich absolut keinen Überblick mehr gehabt. Was habe ich jetzt an Zeug und was nicht? Das werden wir ändern, damit wieder ein Überblick herrscht. Damit eben hier keine Sachen übersehen werden. Ich versuche es zumindest, denn solche Kommentare wie sie übersieht immer alles oder schreiend oder so, das sehe ich dann natürlich auch nicht so gerne. Dann fühle ich mich dabei immer ganz unwohl und denke mir, ich mache das ja nicht mit Absicht, mache das ja nicht, um euch zu ärgern, sondern einfach nur, weil ich tatsächlich so viel Zeug von euch habe. Ich komme online und das ist mega viel, das freut mich jedes Mal, aber dadurch passieren eben solche Sachen, dass ich das übersehe. Und deswegen, weil eben immer so viele Sachen sind, räumen wir ja nichts in den Kistenmoment um. Okay? Ich muss das alles erstmal sagen, weil ich mir das alles merken musste. Also das ist so viel, immer wenn ich online komme, kriege ich irgendwas und ich kann halt nicht jeden erwähnen und so weiter. Und deswegen räume ich auch in meinen Kisten mal ein bisschen was umher. Hier zum Beispiel habe ich Fichtenholz, Wolle, Coins, den Apfel, der ist von The Cheatrod, steht dran, Gott sei Dank. Und den Kuchen habe ich für einen Achievement bekommen. Eier und so habe ich alles gesammelt. Kürbiskuchen hatte ich noch bekommen und den Keks auch. Von wem? Weiß ich leider nicht mehr. Ich weiß, dass eins von... Cool, der Keks ist so bunt. Ja, eins war von Lilo, glaube ich. Die Coins, die fünf Stück, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also cool. Deswegen bauen wir um. Hörst du zu? Ja, ja. Ja, deswegen bauen wir um. Ich erkunde hier noch ein bisschen. Am Inselspawn, also hier an unserer Ranch am Spawn, unten den Briefkasten bauen wir nach unten. Und es bekommt jeder seine eigene Truhe. An diese Truhe wird dann ein Schild dran gemacht. Und wenn ihr dieses Schild anklickt, bekomme ich eine Nachricht, dass ihr was Neues gespendet habt. Also das, was in dieser Kiste drin ist. Dann heißt das, ich gehe in der nächsten Aufnahme gucken, was ist in dieser Kiste drin und hole mir das dann da raus und sortiere das weg. Ich glaube, dass es dann einfacher wird, dann einen Überblick zu bekommen. Weil momentan ist das sehr, sehr viel. Und dann mache ich das auch so, dass wenn ihr mir irgendwas gibt, kannst du mal aufhören zu nicken, ich fühle mich gerade gemobbt, dass ich nichts mehr nehmen werde, wenn ich online bin, sondern ihr mir das in die Kisten packt. Dann kann einfach nichts mehr schief gehen. Und verloren. Würde ich sagen. Und verloren, ja. Und übersehen. Und weil das ist wirklich, ist das viel immer. Okay. Gut, dann haben wir das, glaube ich, alles geklärt. Ich habe jetzt ja auch, ne, Arien getrellert. Okay, komm mit. Da soll das Lager hin. Ah, okay. Da soll das Lager hin. Da ist aber noch nichts. Da ist noch nichts, ne. Da kommt noch was hin. So, ich würde jetzt ganz gerne mal anfangen mit dem Geschenk. Das sieht man gar nicht. Ach so, ne, ich muss erst das Buch lesen. Warte mal. Du hast ein Buch bekommen? Ja. Ey, wieso ist man so langsam im Wasser? Nö, das weiß ich nicht. Willst du mitkommen? Ja. Eine Tür hinter dir bitte zu. Wieso? Damit da keiner reinrennt im Moment. Wir wollen jetzt ja in Ruhe aufnehmen. So, das ist von The Tifa. Das soll ich auf jeden Fall vorher lesen. Eisen haben wir, das ist schön. Das können wir gleich dann mal Eisen? Mitnehmen. Ja. Blaues Eisen? Genau. Oh mein Gott. Das ist noch ein Buch von Nase. Das hatte ich, glaube ich, aber schon mal vorgelesen, ne? Von Nase, genau. Da sind noch Coins und so. Das ist jetzt habt ihr mir ja wieder total viel Zeug gespendet. Vielen Dank dafür. Ja. Aber ich weiß nicht von wem. Das ist natürlich ein bisschen... Ihr solltet lieber die Dings dahin schreiben, die Namen, sonst... Ja, aber es ist schwierig, wenn man keinen Amboss hat und auch nicht viel EP, ist das hier wirklich schwierig.
Deswegen machen wir hier den Briefkasten hin. Okay? Okay, ja. Ich denke, das ist letztendlich der beste Weg. Machst du da wieder zu, bitte? Oh. So, okay. Dann lese ich jetzt erstmal das Buch hier für Muli und Malki. Hallo Mulenia und Malkondo. Wir, Arelana und Zetitra, haben euch mal ein kleines Geschenk dagelassen. Ihr müsst schon gut suchen können, da die Geschenke sehr gut versteckt sind. Viel Spaß mit dem Inhalt. PS, es könnte heiß werden und Aua machen. LG, Zetitra und Arelana. Es könnte heiß werden und Aua machen, toll. Und das über meinem See? Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Ach, das Eisen habe ich nicht mitgenommen. Ich hole das mal eben, damit wir ich will uns... Ich glaube, mit einer Schere baut man am schnellsten Dings ab, ne? Ja. Ich glaube, das Eisen hat gerade Crunchy LP da gelassen gehabt. Wie viele? Du hast erst 7 Erfahrungspunkte. Hier. Genau, dann hast du auch eine Schere. Ich hole mal Blöcke, wo wir uns draufstellen können. Ja, sehr nett. Ja, ich weiß. Wem gehört die Kiste da? Die gehört Malkondo, das ist seine für... Okay. Da ist halt Zeugs drin, was er so bekommen hat. So, dann machen wir mal mein Geschenk auf. Willst du auch ein paar Blöcke? Also, ich würde sagen, wir buddeln uns da von oben rein, oder? Ja. Ich will auch ein paar Blöcke. Okay, ich glaube, die reichen dir, oder? Wahrscheinlich. Ich gehe mal neben dir. Ja, hey, da kommst du, glaube ich, nicht. Doch, kommst du. Nee, du musst den vor dich hinsetzen. Geh mal ein Stück zu... Genau. Ah, ja. Im Wasser ist das immer ein bisschen schwierig. So, dann machen wir erstmal hier die... Ach, verdammt, da hätten sie ja auch Magenta-Teppich nehmen können, ne? Dann hätten wir den Eingangsbereich gleich fertig machen können. Warte. Jetzt sei da nicht so voreilig. Ah, guck mal, hier ist eine Truhe drin. Oh, Diamanten! Oh, lecker! Kekse! Und violette Schalker-Kisten und 4 Coins. Oh, wie cool. Das nehmen wir alles mit. Da ist doch bestimmt noch was drin. Eine Schalker-Kiste? 6 Diamanten, Eisenaxt und ein Kaninchen! Ein Kaninchen! Okay, dann lass uns das Geschenk nochmal weiter abbauen. Mal gucken, was da noch so kommt. Aber immer schön Etage für Etage. Ich glaube, es bringt uns nichts, wenn wir jetzt so schnell sind. Oh, total cool. Ein Kaninchen! Ja. Und los. Ich habe ein Schild abgemacht. Ja. Ich fall die ganzen Schilder ab. Warte. Das baue ich hier mal ab, die Kiste. Ja. Also bis jetzt ist noch nichts heiß geworden, ne? Oder Aua gemacht. Nö. Ich glaube, das ist auch... Vielleicht nicht in meinem Geschenk. Vielleicht meinte er das ja für Timo. Aha. Wow. Wie viel auf dem Boden liegt. So. Dann können wir hier abbauen. Ja. Kommst du daran? Ja, ich komme ran. Ich mach das weg. So, hast du alles eingesammelt? Ja. Ja, alles. Ist alles weg? Ja. Dann komm mal mit. Willst du mir jetzt erstmal mit dem Briefkasten helfen? Ja, kann ich machen. Das ist, glaube ich, am besten. Wo packen wir die Wolle rein? Hier. Und die Schalker-Kisten. Ach, die kann ich ja da drinnen nicht lagern. Stimmt, ja. Wo soll Wolle rein? In die blaue. Okay. Da kommt das Schild rein. Oh, Diamanteneisen. Ich will packen Kekse. Wir erstmal da rein. Kekse gebe ich dir. Hier kannst du haben. Yay. Da nicht. Da zwölf. Ey, schiebe mich nicht. Entschuldige. Jo, du kannst das gleich erleben. Was kann ich erleben? Nein, ich meinte die blöde Truhe. Ach so. Ach, die Truhe hat sich geschoben, ja?
Deine Coins? Kann ich die haben? Kannst du die hier in die Truhe packen? Ich weiß nicht. Die brauchst du doch sowieso für nichts. Ja, hast recht. So. Okay, jetzt hast du 29, sei sparsam damit. Ja, hier, guck mal. Ich hab hier Hacken. Ich hab doch eine. Ja, du hast eine, aber wir brauchen ein paar mehr. Was zu essen? Ich kann mal Hühnchen in Ding schmeißen, in den Ofen schmeißen. Oh, ich hab Brot 19 und 12 Kekse. Ja. Also, ich bin... Oha. Oha? Das Feuer sieht nicht gut aus. So, das machen wir später. Abernten können wir auch offscreen machen, das müssen wir nicht in der Aufnahme machen. Hatte ich schon erzählt, dass unser Schaf jetzt Violetta heißt? Ich glaube nicht, das heißt jetzt Violetta. Yay! Ich glaube, komm mal her, Schaf, hallo, Kuku, komm mal her. Ich glaube, das heißt Violetta. Ich habe eine Leine. Ja, die brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Ich gehe mal eben kurz zu Violetta. Ich will zu Violetta. Hallo? Ja, Violetta heißt sie. Violetta. Ich habe mir ja gedacht, dass dich das freut. Violetta. Da, da. So, kommst du wieder raus? Ich habe ein Ei gesammelt. Ja, egal. Das packen wir hier in die Kiste. Violetta. Und dann gehen wir und machen, Fackeln brauchen wir, wenn wir nach unten gehen, ne, wenn es dunkel wird. So, ein paar Fackeln habe ich, alles klar. Ich bin nass. Los geht's. Hier kommt noch eine Brücke rüber und dann der Weg und so, dann halt da hinten hin. Mhm, okay. So. Hier runter, ne? Genau, da runter. Und, mal gucken, wie hoch das hier ist. Das ist schon ein bisschen hoch, ne? 1, 2, 3, 4. Auf einer Vierer Höhe sind wir. Jetzt könntest du aufhören, mich zu schieben. Ich finde das so cool, dass man schieben und schlagen kann. Ja, das war mir klar. Ich würde gerne noch eins tiefer gehen, denn ich... Obwohl, meinst du, eine Dreierhöhe reicht? Ja, eine Dreierhöhe reicht eigentlich, ne? Ja. Dann können wir in diesem, in dieser Höhe bleiben. In die Richtung. Ein Stück in die Richtung. Also jetzt erstmal um diesen vorhandenen Briefkasten, um zu den Glowstone würde ich jetzt auch einfach da drinnen hängen lassen. Also nicht kaputt machen, bitte. Wie weit? Geh nochmal ein Stück. Ja, erstmal ein Stück. Also so weit wie wir kommen, würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Richtung. Dann machen wir einfach ein paar Gänge. Ach, guck mal, hier ist aber... Moment mal, warte mal. Wir müssen, glaube ich, doch ein bisschen tiefer. Schau mal, hier sieht man meinen Weg von oben. Das ist doof. Ne, den würde ich gerne... Dann gehen wir doch eins tiefer. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier dann eine Treppe oder sowas rein. Sind wir dann vier hoch, dass wir hier nochmal... Ja, genau. Dann müssten wir noch eins tiefer. Nee. Egal, wir können den Boden ja erstmal behalten, oder? Ist ja jetzt nicht so schlimm. Obwohl ich eigentlich die Wände so lassen wollen würde, vielleicht. Mal gucken. Kann man, sonst kann man das ja nachher noch machen. Ja. Genau, also so drei hoch jetzt einfach mal einen langen Gang. Würde ich sagen, so weit wie wir kommen. Und so machen wir das dann weiter. Machen wir immer drei hoch, drei breit, denke ich. Das ist ein guter Gang, oder? Und da kann man dann die Kisten immer hinstellen. Jeder kriegt eine Einzelkiste. Ich sehe nichts. Ich habe doch nicht gemacht, dachte ich. Ah, hier ist Holz. Nee, das ist Bedrock. Da sind wir dann schon am Ende. Also sprich, davor müssen wir dann in die andere Richtung. Wo lang? Links, rechts? Warte. Wie gesagt, die Wände würde ich gerne einheitlich gelb haben. Das heißt, wir machen hier wieder zu. Warte, wir machen hier wieder zu. Ja. So. Aber den Boden müssen wir dann austauschen, oder? Das sieht gut aus so. Aber die Wände lassen wir so. Und die Decke, würdest du die auch so gelb lassen oder austauschen? Gelb, dann passt gelb das lassen, besser, ne? Zur Wand, ja. Guck mal, machen wir hier wieder zu. Hallo? Hallo, ich komme nicht raus. Ich habe mich versteckt. So. Gefunden. Okay. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir einfach hier wieder, warte mal, drei breit. In die Richtung.
Warte aber, mach nicht so weit, bitte. Ja, ich hau hier erst alles raus. Oh, Glückwunsch! Yay! Was hast du bekommen? Keine. Nix. Oh, nein, Hilfe! Oh, ich werde nass. Ja. Warte. Oh nein. Das ist in meinem See. Ah, wir sind halt direkt unterm See jetzt. Verdammt. Das ich glaube, ich habe Schilder bekommen. Warte. Hä? Das ist nicht gut. Da können wir nicht weiter. Aber das ist halt, Ich weiß gerade gar nicht, was ich bekommen habe. Ah, verdammt! Das ist halt, die ganze Insel ist ja ein See hier. Das heißt, wir müssen doch um einiges tiefer. Wir müssen doch noch tiefer. Weil du musst bedenken, hier will ich ja noch eins tiefer mit dem See. Das sprich, wir müssen hier erstmal eine Treppe nach unten machen und dann anfangen. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part, ne? Ja. Okay, also bis dann. Tschüss. Tschüss.